Hallo, freut mich, dass du dabei bist. Ja, jetzt reißen wir die alte Trommel raus, wollte ich sagen. Das Seil ist gerissen. Warum ist das blöde Seil gerissen? Das gibt's doch nicht. Komm, reiß raus das Ding. Das muss auch so gehen. Ich will das Ding weghaben. So, raus mit dem Ding. Weg damit. So, geht auch mit zwei Seilen. Da machen wir nicht lang rum hier. Oh nein, nicht Handbremse. So, schleifen wir das Ding da nach hinten. Wir verpassen unsere Goldwaschanlage ein Upgrade. So, einmal abwärts. So, Seil aushaken. Ja, ich habe ja überlegt, ob ich die Old Arnold Trommel kaufe und dafür einen kleinen Kredit aufnehme. Ja, einen kleinen Kredit mit ein paar Raten. Da müssten wir jeden Tag 40.000 zurückzahlen. Also habe ich mich entschieden, die Old Arnold Trommel einfach zu mieten. Das kostet uns nämlich nur 10.000 am Tag oder 11.000 beziehungsweise. Wo habe ich das andere Seil jetzt hingeschmissen? Ach, ist egal. Ja, das kostet uns nur 11.000 am Tag und das bedeutet, wir zahlen 11.000 statt 40.000 am Tag zurück. Und na, ich hoffe, die Trommel bleibt da liegen. Na, schieben wir sie noch ein bisschen. Nicht in die Richtung. So, weg mit dir. Das gibt's doch nicht. So ein nerviges Ding. Geh weg. Braucht die nicht mehr. Die verfolgt mich. So, okay, ich hoffe, das passt. Nein, nicht mit dem Bagger drehen. So drehen. Okay. Ja, wir zahlen nur 11.000 am Tag. Bedeutet, wir können Gold schürfen. Und wenn wir das Gold zusammen haben, kaufen wir die dann einfach. Ich habe die mir schon herliefern lassen. Da ist das schöne Stück. Die wird jetzt mal eingebaut. Ja, und dann lassen wir noch ein bisschen guten Payder durch. Ich hoffe es, dass er gut ist. Und hoffen wir, dass dann mehr davon vom Gold hängen bleibt, wie vorher. So, rein in Bagger. So, aufwärts, das schöne Stück. Ich hoffe, das passt. Das sind die 4 Meter Seile. Sag nicht. Doch, super. Okay. Das Ding will mich echt ärgern. Ich flippe aus hier. Erst hatte ich Probleme beim Anhaken. Jetzt habe ich Probleme, das Ding hochzuheben. Das gibt's doch gar nicht. So, weg mit den Seilen. Na, komm her, Haken. So, weil das ist hier oben. Unten kann ich es nirgends anhaken. Sonst würde es reichen. Okay. Mit dem Radlader klappt es schon mal nicht. Das ist ja wieder. Dann muss es auch anders gehen. Da komme ich nicht ran. Na, lass liegen. Hier auch liegen lassen. So, jetzt aber. So, das Gerümpel kann ich nachher wieder einsammeln. Sorry, dass ich ein bisschen ruhiger bin, aber ich bin hier konzentriert. Ich will ja das hübsche Stück nicht gleich kaputt machen. Aber wir machen es jetzt auf die brachiale Art. Ich habe keinen Bock, mit dem Bagger hierher zu fahren. Also muss es auch so gehen. Mit dem Bagger hier bin ich eine Stunde unterwegs. Nur bis hier rüber. So langsam andocken. Dann schieben wir das Ding halt. Das passt doch auch. Das geht sogar schneller wie mit den Seilen. Hätte ich auch gleich machen können. So, ich hoffe, ich reiße mir hier nicht die Schläuche kaputt. Ich glaube, ein bisschen fahren wir dann doch mit dem Bagger her. Ja, oder wir machen es auf die Art. Na, ein bisschen hoch die Schaufel, dann können wir auch lenken. So viel habe ich schon gelernt inzwischen. Bei zigtausend Kubikmeter Erde schaufeln. So, noch ein bisschen darüber rutschen. Dann müssen wir es nachher nur richtig anhakeln. Na, den Muldenkipper will ich nicht wegschieben. Okay, doch nicht so einfach wie gedacht, aber egal. Ich schiebe es da noch ein bisschen hoch. Den Rest holen wir mit dem Bagger. So, jetzt hängt es da am Schlauch. Aber das ist mir egal. Na, ich dachte, ich kann das mit dem Radlader einfach darüber fahren, aber
nicht so einfach als wie gedacht. Ich glaube, dann sind die 5 Meter Seile dafür auch zu lang. Dann muss ich die 4 Meter Seile holen. Moment, hier ist doch bestimmt irgendein Korb, dass ich 4-mal laufen muss. Das ist wieder ein Drama. So kompliziert hatte ich mir das nicht vorgestellt. Ich dachte, das mache ich mal so kurz. So kurz easy peasy, aber ist wohl nicht. Dann müssen wir es halt ein bisschen umständlicher fabrizieren hier. Na, wenigstens zwitschern die Vögel. Die haben ihren Spaß. Wahrscheinlich lachen sie mich aus. Weil ich mich wieder so dämlich anstelle hier. Ob wir da noch ein bisschen Dreck durch die Anlage bringen, weiß ich nicht. Ich habe zwar schon einmal den Trichter gefüllt und der Muldenkipper steht auch schon bereit. Aber wenn es so weitergeht, dann sehe ich hier schon wieder schwarz. So, ran da, loslassen. Na komm schon. Manchmal klappt das nicht so wirklich, wie ich will. Aber wir kriegen das hin. Irgendwie wird das schon gehen. Hier wird der Stromanschluss sein, nehme ich doch mal stark an, oder? Bei der alten Trommel ist ja so ein Motor dran. Da ist jetzt kein Motor mehr dran. Aber ich denke, das hier ist der Stromkasten. Dann müssen wir das hier zu unserem Stromgenerator-Container in die Richtung platzieren. Dann habe ich hier meine... Du bist im Weg. So, zur Seite. So, ein bisschen runter. Die Drahtseile, Stahlseile wegmachen. Mei, 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 mei. So, komm schon. Wir haben keine Zeit. Wir müssen Gold schürfen. Jede Minute Stillstand kostet uns Unsummen. Was der Diesel frisst. So, jetzt wieder mit Höchstgeschwindigkeit voraus. 1 km/h. Vielleicht schaffen wir auch 1,5. Ich hoffe, meine Schläuche gehen nicht alle kaputt, wenn ich da drüber fahre. Ich weiß nicht, wie das Spiel das berechnet, ob das dann beschädigt wird oder nicht, aber ich hoffe mal nicht. Sieht zumindest nicht so aus. So. Kommen wir da schon ran? Das könnte passen. Ein bisschen runter. Okay. Jetzt komme ich wieder nicht an die Haken hin. Nee. Also ist doch irgendwie immer der Wurm drin. So, ich hoffe, jetzt komme ich von beiden Seiten hin. Dass ich nicht nochmal anfangen muss. Ja. Du auch? Okay, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Jawohl. Wir haben's. Jetzt kommt das Ding an seinen Platz, wo es hingehört. So, langsam. Okay. Das passt. Nicht die Handbremse anziehen. Und Bagger fahren. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen höher. Jetzt kommen wir hier nicht drüber. So, jetzt schön langsam. Nicht, dass die Stahlseile reißen. Jetzt geht das Theater von vorne los. Oh, 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 oh. Schön vorsichtig. Wow, da ist die alte Trommel wieder im Weg. Ich wusste doch. Die will einfach nicht weg von mir hier. Wieso hängt denn der so komisch, die Arnold-Trommel? Eigentlich sollte sie komplett quer hängen. So. Bisschen eindrehen. Oh, ich hoffe, ich kann das Ding so platzieren. Oh, langsam. Irgendwie dreht die sich jetzt echt saublöd dahin. Ich sehe schon, das wird so nichts. Warum dreht die sich so doof? Warum hängt die so blöd? Die sollte doch eigentlich quer hängen. Habe ich die Seile hier irgendwie falsch angehakt? Eigentlich nicht.
Eigentlich müsste das alles passen. Okay. Du hängst hier. Du hängst da drüben. Ja, das müsste eigentlich passen. Die Trommel müsste sich eigentlich quer drehen, also quer zu meiner Fahrerkabine. Warum macht sie das nicht? Verstehe ich nicht. Warum das nicht geht? Eigentlich stimmt alles. Taugen die Drahtseile nichts oder was? So, dreh dich mal rum. Macht sie nicht. Die hängt irgendwie. Die müsste sich eigentlich drehen. Sie tut's aber nicht. Warum? Gute Frage. Ist guter Rat teuer? Machen wir es mit Gewalt? Dreh dich, du Scheißding. Oh, unter schweren Lasten rumlaufen ist auch nicht so gut. Ich kann das nicht mal schubsen, das Ding. Ey. So kompliziert wollte ich es nicht haben. So will das Ding wahrscheinlich nicht einrasten, ne? Hier. Komm schon. Schnapp rein da. Ne. Das Goldgräberleben. Ist es nicht wieder herrlich? Irgendwie nicht. Ja, es darf doch nicht wahr sein. Das darf echt nicht wahr sein. Dieses blöde Ding will einfach nicht. Wo ist der? Ach so. Was habe ich jetzt hier abgehakt? Schon beide Seile weg? Wo ist das hin? Naja, egal. So, wir ziehen jetzt einfach hier mit einer Seite ein bisschen. Es wird auch nichts, habe ich so das Gefühl. Ich mache die Seile ganz weg und versuche es zu schieben. Vielleicht funktioniert das. Einfach ein bisschen. Na, komme ich hier rauf? Wow, ich komme. So hoch wollte ich gar nicht. Ach, das andere Drahtseil, da hängt es doch. So, hau ab. Du auch. Weg. So. Jetzt muss halt auf die brachiale Methode gehen. Irgendwie. Irgendwie muss es klappen. Egal wie, aber es muss. Ich hoffe, das Ding ist nicht komplett am Arsch, bis ich hier fertig bin. Das wäre ja mal. Er ist ja nur gemietet, dann gebe ich es halt zurück und hole mir neues. Das wäre auch eine Option. Du wirst mir doch nicht erzählen, dass ich das jetzt nicht da ranziehen kann. Komm schon. Mann. Baggern. Ja, dann bagger mal ein bisschen. Ich grabe in harter Erde, komm. Lass mich in Ruhe mit deiner harten Erde. Ich grabe gar nicht, du. So. Ich muss dieses blöde Ding echt nochmal anhaken. Ich glaub das nicht. Zum verrückt werden. Das ist einfach nur zum verrückt werden. Das sind die 5 Meter. Wo sind die anderen Seile hin? Hallo?
Wer hat meine Seile geklaut? Da liegt was. Immerhin, es ist irgendwas da. Das ist ja schon mal was. Na komm schon. Ja, genau. Diese blöde Trommel macht mich fertig. So, hier war irgendwo noch ein Seil vorher. Ich hab's doch gesehen. Ich hab doch meine ganzen Drahtseile, Stahlseile hierher geschmissen. Die 5 Meter bringen mir nicht viel. Wer hat meine Stahlseile geklaut? Da liegt eins. Diese kleinen Dinger. Sieht man fast nicht. So, ran hier, das muss reichen. Das muss definitiv reichen jetzt. Na also, es leuchtet zumindest schon. So, ran da jetzt. Na also, jetzt war es im Endeffekt ja doch noch einfacher als gedacht. Unglaublich. Was ein Aufstand hier wegen der Trommel. So, mal hier hinschmeißen, dann finde ich es auch wieder. Aufräumen kann ich später. Mir fehlt ja hier immer noch ein Seil. Die sind echt, die haben eine gute Tarnung, die Seile. Das muss man ihnen lassen. So, nicht aussteigen. So, keinen Fehler machen, nicht das Ding wieder rausreißen. Nicht Handbremse, wir müssen fahren. So, einmal wenden. So, Goldfelder habe ich markiert. Das da vorne in der Mitte, da sind noch ein bisschen, ist noch ein bisschen Restgold drin. Das kann man mit dem Radlader machen. Und da hinten sind Felder mit 8 und 7000 Gramm Gold. Falls ich da heute noch ankomme, vorausgesetzt. Oh, 5 km/h, 6 km/h. Jetzt geht es aber voran hier. Da buddeln wir dann einfach weiter. Und hoffen, dass die Trommel richtig was bringt. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mir die Planter auch gleich miete. Aber das wären dann nochmal, ich glaube, $25.000 am Tag zusätzlich gewesen. Da will ich erst die Trommel kaufen und dann die Planter mieten. Und mir dann das Gold verdienen oder das Geld, beziehungsweise dass ich mir dann die kaufen kann. Und dann fehlt nur noch der D-Rocker. Und dann sind wir bei Stufe 4 angelangt. Oder bei Tier 4, so gesehen. So, ich würde sagen, wir graben hier weiter. Da ist zwar noch ein Rest vom Dreck, aber das ist nicht viel. Na, andersrum. Andersrum. Dieser blöde Erdhaufen hier noch. So, genug rumgespielt. Das muss reichen. So, erstmal ausmachen. Und jetzt hoffen, dass die Old Arnold-Trommel auch wirklich richtig rumsitzt, aber sonst wäre sie, glaube ich, gar nicht eingerastet. Und deshalb denke ich, das passt. So lange mit dieser Trommel rummachen. So, wo ist mein Stromkabel? So, schön mal hierher legen. Na, wunderbar, das passt. Da ist nochmal ein Stahlseil. Gib mir das gleich. Suche ich es nachher wieder. Fehlt nur noch eins. Wo auch immer das hin abgeblieben ist. Ist mir auch egal. So. Ich habe die Pumpe angeschlossen. Das Wasser läuft, oder? Ich muss immer nachschauen, ob der Fluss mal wieder trocken ist. Oder ob er läuft. Ja, ist natürlich gerade wieder am Austrocknen. Super. Hat ja natürlich noch gefehlt. Ist ja klar. Wie hätte es auch anders sein können. So, dann du hier weg. Und dann brauchen wir dich. Okay. Dann mal Wassermarsch. Oh, sehr schön. Dann starten wir das Maschinchen. Aus, aus, aus. Okay, hier passt wieder alles nach den Reparaturen das letzte Mal. Sehr gut. So, wo bleibt mein Dreck? Da kommt's. Jawohl. So, rein mit dem guten Gold. Oh, ich will da nicht... Nein, 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 nicht da runterrutschen. Ich will ja nicht unter der Trommel zerquetscht werden. Im alten Arnold hat die eigentlich auch so Laufräder, die kaputt gehen können.
Irgendwie nicht, oder? Oh, da gibt es bestimmt was, was kaputt gehen kann. Bei meinem Dusel. So Macken und das ist alles drin. Hoffe ich, ja. Nicht, dass ich da irgendwie Blödsinn mache hier. Na, hier passt alles. Überall liegen Eimer rum. Ein Schweinestall ist das hier auf dem Claim. Muss unbedingt mal aufräumen. So, ja, ich habe die restlichen Dinger mal eingesammelt, die nicht auf dem Pickup gepasst haben und die ich unterwegs verloren habe. Ist auch alles da inzwischen. So, nehmen wir den Radlader. Können wir den noch runterfahren. An seinen Platz, wo er hingehört. So. Damit können wir eigentlich mal dann das Restfeld hier noch wegmachen. Hier liegen auch überall kaputte Teile. Huch, nicht da andocken. So. Aber erst mache ich da mit dem Bagger. Dann lasse ich den hier stehen. Komme ich mit dem Muldenkipper besser ran. Schön mal hier in die Ecke parken. Was ist jetzt? Ja, die Wasserquelle ist versiegt. Das weiß ich doch. Habe ich doch schon gesehen. Braucht dein Wasser nicht, Quelle. Ich brauche dein Wasser nicht. Ich bin unabhängig von dir. So, wie viel Gold haben wir denn inzwischen? 14%. Oh, ich dachte gerade, der Old Arnold Trommel geht schon kaputt. Aber das ist nur der Rüttler, der so scheppert. Also mit der alten Trommel waren es ungefähr, ja, so zwischen 19-20%. Was wir da Gold hatten, dann hinterher in den Matten und so. Mal sehen, ob es mit der Old Arnold Trommel gleich schon ein bisschen besser ist. Also, um das zu wissen, müsste ich ja erstmal alles durchlaufen lassen. Ich bin schon wieder ganz zittrig. Kann es kaum erwarten, dass ich wieder Gold in der Hand habe. Okay. Das ist gleich geblieben, 19%. Na dann, egal. So, Motor an, sonst geht's nicht. Dann ist das auch egal. Wow, 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 wow. Kein Scheiß machen. Dann hoffen wir, dass einfach mehr Gold hängen bleibt. Und am Ende beim Cleanout mehr rauskommt. So. Fahren wir den noch da ran. Lassen den direkt durchlaufen durch die Anlage. Wie gesagt, ich hoffe, dass dann wirklich mehr in den Matten und so hängen bleibt. Dass die Trommel wirklich was bringt. Wäre echt mickrig, wenn nicht. So, wunderbar geparkt. Das kann ich inzwischen. Das klappt inzwischen gut. Pfosten umfahren, wie den hier, kann ich auch. Gott sei Dank, sie sind bei jedem Spielaufnahme, Spielladen wieder neu da. Kann ich sie wieder umnähen. Sind aber auch immer im Weg. Ja, der D-Rocker, der kostet leider über 500.000. Und da ist die Miete, glaube ich, schon allein auf 50.000 am Tag oder 40.000. Deshalb habe ich mich mal für die Trommel entschieden. Das war die billigste Option erstmal. Und ich hoffe, das zahlt sich aus. Und wie gesagt, es Mieten ist auf alle Fälle günstiger. In dem Sinne, wie einen Kredit aufnehmen, um das Ding zu kaufen. Und sobald wir genug Gold geschürft haben, die 200.000 oder 300.000, ne, was kostet das Ding? 200.000, glaube ich, knapp. Oder 300.000. Sobald wir das Gold zusammen haben, beziehungsweise das Geld, dann kaufen wir uns die Trommel. Und dann werde ich die Planter mieten. Dann wollen wir auch damit mehr Geld machen. Trotzdem wissen, wo mein viertes... Ach, sind doch alle da. 1, 2, 3, 4. Das 5 Meter Seil fehlt noch. Oh, das ist da, okay. Alle Stahlseile da. Moment mal. Hier ein bisschen aufräumen, solange das durchläuft. Sind gleich fertig. Doch, du nicht. Schön, eins nach dem anderen. Immer die passenden zusammen. So wie es sein soll. Na. Oh, was jetzt? Wow.
Das war ja mal. Hat er gerade gespeichert oder was? Okay. Alles durchgelaufen. Und stoppen wir hier. Wasser auch zudrehen. Nicht, dass wir hier zu viel verlieren. Brauchen wir bestimmt noch. Ja. Dann freue ich mich aufs nächste Mal. Schau gerne wieder rein. Bis dahin. Ciao, ciao.